Herzlich willkommen zurück. Wir bauen weiter am Space Shuttle. Sind schon so weit gekommen im ersten Video. Wir haben hier das Hubble-Teleskop einmal fertig gebaut mit dem kleinen USS-Plakette und Standfuß. Jedes Mal im Video kriege ich die Kacke kaputt. Wenn ich damit sonst rumhantiere, nicht. Aber im Video mache ich es kaputt. Das ist so bescheuert. Und wir haben hier schon mal die NASA-Plakette für das Space Shuttle gebaut. Und so weit sind wir gekommen. Genauso hier auch ein Standfuß gebaut. Auch erstmal interessant kann die Seite, den brauchen wir nicht, denn wir bauen ja hier dran weiter. Hierbei als einziges Spannende, was euch jetzt zeigen kann, außer dass die Form, so, außer dass die Form sehr, sehr schön schon getroffen ist. Wir haben eine Funktion gebaut, also sagen wir mal zwei. Fangen wir interessant an. Wir können hier das hintere Triebwerk dann, oder die Flaps, ich weiß nicht, wie es, ich weiß nicht, im Flugzeug hält. Es ist ja kein Triebwerk, weil es keine Düse ist, keine Ahnung. Ich bin zwar bei Luft- und Raumfahrt an der Uni, mache aber keine Luft- und Raumfahrt. Aber nein, naja. Und wir haben hier vorne einmal für die Vorderradaufhängung die Funktion, was wir runterklappen können, indem wir hier hinten drauf drücken. Nur hochklappen muss man es wieder mit der Hand. Super. Und das gleiche werden wir auch hier bauen, aber das kommt noch. Wo kommen wir denn jetzt? Denn bisher sind wir. Na, hier. Ein paar Sticker haben wir schon verbraucht. Kommen wir noch die ganzen für den Innenraum nachher. Sind 8 Tüten weit gekommen. Neu fangen wir jetzt an. Da machen wir ein bisschen die Verkleidung außen. Machen das Ding jetzt schön. Uah. Also im Video rupfe ich es immer auseinander, dieses Set. Wir verkleiden das ganze Thema schön. Dann ist die ganze Farbseuche hoffentlich weg. Ich würde nicht sagen Farbseuche, hier ist ein bisschen gelb, blau und rot drin. Ist okay, nur, also ich verstehe dieses Türkis nicht. Ansonsten bin ich fein mit den Farben. Naja, ich baue das mal, dann sehen wir uns wieder. Ja, ich bin durch mit der Tüte. War jetzt nicht so eine große Tüte. Wir haben hauptsächlich halt wirklich einfach verkleidet, die ganzen Farben weg. Hier scheint es nur ein bisschen durch. Ist schon angenehmer, aber ja, es ist schön weiß. Hier haben wir zwei Doke drauf, das ist sehr schön. NASA Discovery und USA. Und wir haben den Innenraum hier schön verkleidet, Flüge verkleidet. Finde ich, sieht jetzt entspannt aus und schon schön. Ich freue mich schon drauf, wenn wir jetzt hier mal die Halterung bauen. Ich glaube, die bauen wir jetzt sogar gleich. Wenn wir hinten jetzt als nächstes das Triebwerk draufsetzen. Also die drei Düsen hier, die hier hinkommen. Und ja. Ist jetzt nicht so viel passiert, schön verkleidet, schön gefliest, eine kleine Noppen, aber passt. Sehen wir uns sofort wieder nach Baustelle 10. Da bin ich schon wieder, ich habe zwei Baustellen weitergebaut und ja, was ist passiert? Wir haben. Ne, ich habe euch den gezeigt, den ich nicht verkleidet habe. Ich habe nur einen Baustein weitergebaut. Wir haben hier ein bisschen weiter gebaut, hier das gebaut und hauptsächlich haben wir natürlich in dieses Triebwerk gebaut. Das ist hier so ein bisschen angeschrägt, richtig schön, ist auch in echt so. Schön gelungen. Und irgendwie soll man, glaube ich, hier rüber kann man drehen, das geht hier auf die Achse, hier die hier steuern. Aber es ist, hat einen sehr hohen Widerstand. Ich weiß nicht, ob ich mich da gravierend verbaut habe. Oder ob da noch was kommt, dass das funktioniert. Hier ein bisschen Spannung runter, nö, das hilft auch nicht. Da fehlt irgendwas. Da muss ich nochmal reingucken, aber ich weiß nicht. An sich sollen die sich ja nach vorne und hinten bewegen. Darüber geht das. Ich glaube, irgendwas wird hier noch passieren. Oh, ich weiß nicht was. Ich lasse mich mal überraschen, sonst, wenn da nichts passiert, gucke ich mir das Ganze nochmal an. Aber was spannend ist, wir haben hier die Lenkung, ach, die Hinterreifen quasi, auch hier jetzt dran befestigt. Und die werden auch hier über dieses Ding, was damit läuft, hier über diese 1x6-Fliese auch betätigt. Man drückt dann auch hier hinten drauf. Und dann sieht man da, die Federn vorne werden dann ausgelöst. Und Reifen sind drauf. Und dann musst du einfach drauf drücken und die rasten wieder ein. Ist easy. Das ist ganz schön. Ein Mechanismus, alle Reifen rausklatschen. Ich muss bei dem mal gucken, den verstehe ich nicht, dass er falsch ist. Ich baue mal weiter, mal gucken, ob da was dann gemacht wird. Und ihr werdet erfahren, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, dann, wenn ich mich wieder melde. Ich habe das hier gelöst. Ich hatte das einfach unten hier auf die Dinger zu weit drauf gedrückt. Das ging nicht mehr. Jetzt läuft das hinten einfach sauber mit, weil man baut nichts mehr drauf, man baut das jetzt zu. Deswegen habe ich mal geguckt. Ich hatte es einfach zu fest drauf gedrückt. Bin dann durch. Nicht viel. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich habe jetzt hier die Verkleidung einmal drauf gesetzt. Und ich meine, hier, das ist auch noch Neues für das obere Flügelteil. Und das ist ja ganz schön gemacht hier. Schön die Umrandung hier schon mal die Befestigung gemacht für die Klappen. Und hier, dass die überall abschließt. Ich denke mal, im nächsten Abschnitt werden wir die bauen. Können wir kurz spicken. Ja, genau, im nächsten bauen wir das wirklich die Abdeckung. Die liegen auch da vorne.
Die kommen dann drauf und ja, dann wird das schon viel mehr nach dem Special aussehen. Ich freue mich drauf. Ja, wir sehen uns dann sofort wieder. Ich gebe jetzt hier nicht viel zu sagen. Also hier innen drin sieht es jetzt halt so aus einmal. Wir haben hier, in der Abdeckung war leider scheint das Gelb da ein bisschen durch. Aber ja, hier haben wir wieder Prints viele verbaut. Das ist schön. Hier haben wir eine Vorrichtung gebaut. Hier wahrscheinlich dann die Halterung. Die ist schon länger da, glaube ich, die Vorrichtung. Ne? Für was das Hubble-Teleskop da drin kommt. Ja, hier vorhin schon mal das Cockpit anfangen gebaut. Genau. Kriege ich das jetzt so schnell da reingesetzt? Natürlich nicht. Wir sehen uns dann wieder in den nächsten Abschnitt oder die nächsten beiden fertig sind. Ich bin fertig mit dem Bauschnitt. Der war jetzt an sich nicht so viele Bauschritte, hat also ein bisschen gedauert, denn ich habe die ganzen Sticker angebracht. Die kommen in den Raum. Ich habe kurz überlegt, was ich weglassen soll, aber dachte, ja, bei so einem schönen Modell hätte ich es gern komplett. Also ja, ich habe auch hier den NASA-Sticker aufgebracht und auf der anderen Seite hier nochmal den Sticker. Die sind jetzt gar nicht das Problem. Und ich finde blöd, dass man die ganz am Ende anbringt, wenn man fertig gebaut hat und nicht während man das eine Panel einzeln hatte. Wäre es, finde ich, ein bisschen einfacher als beim ganzen Modell. Aber es ist jetzt eine Feinheit, weil ne, man bringt ja einmal hier die an. Ich habe mir Mühe gegeben, man sieht zum Beispiel hier so ein paar haben nicht funktioniert. Ja, es ist halt komplett Sticker, aber es ist halt originalgetreu, müsste das alles Silber sein. Und das Bedrucken wäre übertrieben gewesen, das verstehe ich schon. Ansonsten haben sie ja viel bedruckt, außer halt jetzt hier das NASA-Logo und hier vorne kommt noch das Discovery-Logo drauf. Und der Rest ist ja Print. Ich habe auch in dem Bauabschnitt wieder vier Prints verbaut, also ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie gespart wird, denn hier im Innenraum. Haben wir hier mal so eine kleine Schüssel gebaut? Hier mal die Halterung, wo dann wahrscheinlich das Hubble-Teleskop dran kommt. Kann man hier ganz schön so leicht einhaken, dass man es auch easy wieder lösen kann. Hier haben wir so wie ein paar Kameras installiert, würde ich sagen, auch hier dran. Und dann hier vorne noch das Cockpit, die Abrundung gemacht. Und dann hier sieht man drin, sind es halt schon wieder vier Prints. Also ich kann mir auch nicht beschweren, mein Set, wenn hier so der eine Stickerbogen und der andere ist an sich. Kann man die weglassen, wenn man will? Wenn man das Ding eh nur geschlossen im Regal stehen hat, dann kann man die ja weglassen. Und dann hat man vier Sticker, die man auf das Modell anbringen muss. Auch wenn man dann auch dort die beiden Plaketten dazu weglässt. Also, die Sticker finde ich an dem Modell gar kein Problem, weil es macht so einen Spaß, dieses Modell zu bauen. Hier haben sie wieder clevere Lösungen gemacht. Baue ich so ungefähr hauptsächlich. Dann, es sieht auch einfach schön aus, wie schön das jetzt abgerundet ist. Hier schließt das, finde ich, sehr schön. Mit der Kante. Hier trifft es natürlich perfekt. Hier, das geht halt nicht. Nur hier ist leider oft so ein bisschen sehr. Ich finde, das hätte man noch ein bisschen mehr runden können. Wenn man es ja sieht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn jetzt hier nochmal was draufkommt nachher. Was dann irgendwie weniger auffällt. Aber ich finde es so ein bisschen schade, weil es hier jetzt so schön gelöst ist. Und ja, jetzt vorne baue ich schon mal das Cockpit hier bis vorne zu Ende. Also nur die gesamte Linie bis vorne, dass wir die gesamte Länge von dem Ding hier mal haben. Und dann sehen wir uns sofort wieder. Ich bin fertig mit dem nächsten Abschnitt. Die haben jetzt hier die vorne einmal die Schnauze nochmal gebaut. Die ist nochmal ein gutes Stück hier länger geworden. Einmal schön hier so umgerundet. Fällt mir sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Hier irgendwie so ein paar, weiß nicht, Düsen, was sind das hier oben drauf? Weiß ich auch nicht, was das genau ist. Was ein bisschen schade ist, man sieht auf beiden Seiten. Hier auf der Kamera sieht man es gar nicht. Also auch hier so leichte Schimmel, das Olivgrün ein bisschen durch auf beiden Seiten. Ja, in der Anleitung ist es natürlich perfekt schwarz. Mit den Spaltmassen geht es nicht anders. Hätte man darunter schwarz bauen können. Ich hatte am Ende eine 1x2 schwarz über, also man könnte es auf einer Seite beheben. Aber naja, ist jetzt auch nicht dramatisch, das fällt nur auf, wenn man genau hinguckt. Ja, und jetzt baue ich hier hinten mal weiter. Also hier die Flügel und hier. Und ich melde mich mal wieder nach dem oder nächsten Baustein, nachdem was so passiert. Ja, ich habe die nächsten beiden Schritte gebaut. In dem ersten baut man halt hier einmal diesen Flügel. Man kann hier irgendwie das aufklappen, ist das zum Bremsen oder so vielleicht. Und der Rest ist fest, da wird hier auf die Achsen gesteckt, die da offen waren und hängt damit jetzt so schön fester. Dann haben wir hier die beiden Steuerelemente gebaut, können wir auch hier so machen, um halt dann Kurven zu fliegen. Und dann haben wir hier auch die beiden Düsen gebaut. Und hier die, keine Ahnung, dass dann hier nochmal irgendwie Steuerdüsen sind für Justierungen und all. Oh, achso, da habe ich nicht verbaut. Ja, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall schön aus, sind hier so rangeklippt, dass also einfach so eine Klappe passt. Und ja, Fenster sind jetzt hier sehr schön abgerundet. Schön mit offen machen oder so, keine Ahnung. Es sieht wirklich Hammer aus. Keine Lücken mehr. Und genau hier die Lücke, die ich eben angemeckert habe, ist halt jetzt weg. Deswegen. Was mich minimal stört, aber ich weiß nicht, ob das halt im Original anders ist, dass hier die beiden Module einzeln sind. Kann sein, dass die in echt sich verschieden steuern lassen und das kurz halt nicht im Modell umsetzen. Dass sie übrigens das angedeutet haben. Dazu kenne ich mich zu wenig mit dem Space Shuttle aus. Und ja, nächster Abschnitt. Bauen wir hier vorne zu Ende und dann irgendwie noch eine Halterung, glaube ich, für das Hubble-Teleskop hier drin. Genau, das bräuchte man kurz noch. Da bin ich schon fertig mit dem Set. Ich habe jetzt hier vorne noch das Cockpit abgerundet und dann
Hier noch die Halterung für das Hubble-Teleskop gebaut, wenn man es hier draufstellen will. Und hier noch dann für das Hubble-Teleskop die eingerollten Solarpanels. Wie wir es noch einsetzen, zeige ich euch dann aber im Video, das ist jetzt noch nicht so spannend. Und für mich, glaube ich, werde ich das Teleskop auch nicht hier drin platzieren, wenn es da rausguckt. Denn ich zeige euch alleine nur kurz mal, mich stört dann so ein bisschen, hier, dass da so ein schwarzes Ding steht. Wenn das komplett transclear wäre, wäre nochmal bei einer anderen Geschichte. Aber so finde ich es, stört es mich ein bisschen. Und das Hubble-Teleskop ausprobiert, kann man leider nicht hier reinlegen, außer man geht dafür ein, dass hier oben so ein kleiner Spalt die ganze Zeit im Ding ist. Bisschen schade, es ist ein Millimeter zu hoch dafür. Aber ich habe hier vorne das Cockpit gebaut. Das kann man einmal hier rausnehmen. Da hat man hier unten drin einmal noch einen Stuhl mit ein paar Anzeigen. Wenn da nur ein Stuhl so komplett zufällig drin steht, wird das anscheinend auch irgendwie was mit der Realität zu tun haben. Genauso, weil hier oben sitzt die Stühle hier symmetrisch und der steht hier anstatt auch da. Muss auch irgendeinen Grund haben. Hier vorne haben wir unendlich viele Anzeigen und die vorne an die eingeklippt ist. Ist das nicht ein bisschen illegal, aber sieht gut aus. Finde ich sehr schön. Und also der Stuhl muss auch in echt stehen anstatt da, weil sonst wird der Designer den nicht einfach hinklatschen. Und ja, also hier in dem Set ist wirklich sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet worden. Hier die Stühle da, wie hier hinten diese Düsen gebaut wurden. Innen drin, wie das hier verkleidet wurde, der Innenraum. Sehr, sehr, sehr viel schöne Details. Es macht auch wirklich Spaß, dieses Set zu bauen. Also wenn euch für Space interessiert, das Set euch gefällt, holt es euch. Der Preis, ja, ist ein bisschen teuer mit 180 Euro, aber jetzt sehen wir gerade nicht alles. Wir haben ja noch ein Teleskop hier. Und ja, das Set ist groß. Ich muss ja weit weggehen, dass es irgendwie halbwegs reingeht. Und teilmäßig Preis-Leistung für den Teil 1 okay. Man hat einen Spaß beim Bauen. Innen drin, klar, ist ein bisschen bunt, aber es ist ein Hammer-Set. Und wie viele Teile sind. Das macht mich immer so als Star Wars ein bisschen traurig, weil dann guckst du dir so ein Star Wars-Set an und dann merkst du überall, ja, hier hätte man mit ein bisschen mehr Liebe, wie es hier reingeflossen ist. Deswegen macht es auch schon so Spaß, dieses Set zu bauen, weil gefühlt der Designer muss ein Space-Fan sein, dafür, dass er das Set so baut. Mit so vielen Details. Man hätte es auch viel simpler bauen können. Vor allem innen drin. Und dann guckst du ins Star Wars Set an, dann merkst du, ja, also hier irgendwie hätte man mit ein bisschen mehr Liebe mehr rausnehmen können. Das ist ein bisschen schade. Aber sind bei dem Set, das Set ist der Hammer. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir gucken das Ganze in Detail nochmal im Review an, was dann wahrscheinlich in einer Woche kommt. Und ja, jetzt sagen wir es dahin. Schreibe gerne in die Kommentare eure Meinung zum Set. Ich habe es ja schon gebaut. Und das Like, dass es euch gefallen hat, aber wenn ihr das Review nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt schön, bleibt gesund.